Okay, liebe Leute, wir spielen heute mal eine kleine Runde Way of the Hunter. Das ist ein neues Jagdspiel, ist heute auf Steam erschienen. Und ja, ich habe ein neues Spiel gestartet. Die Intro-Sequenz werde ich nachher noch einblenden. Sprachausgabe ist auf Englisch, Texte und Untertitel sind jedoch auf Deutsch. Wir haben hier Opas Ranch aufgesucht. Opa ist aber krank irgendwo anders. Und es gibt ja so ein bisschen Story auch. Es gibt auch Charakterfortschritt. Ja, schöne Map. Ziele, also Missionen richtig. Enzyklopädie, also ganz viel Wissenswertes dann da drin. Wir haben im Moment Opas Gewehr ausgerüstet. Aus dem Tresor genommen. Ansonsten kleines Inventar. Dann so ein paar Perks zum Freischalten. Ja, je nach Gewehrtyp hier, Kammerverschluss. Und wenn wir damit Kills machen, steigen wir hier auf und können ja mehrere Perks freischalten. Dann gibt es noch ein paar allgemeine Wanderer-Perks. Lärmverringerung beim Bewegen und solche Geschichten. Die gucken wir uns alle mal irgendwann in Ruhe nochmal an. Optionen, ja. Was mir negativ auffiel gleich am Anfang wieder ist, wir haben keine Möglichkeit, irgendwie Tasten zu belegen. Field of View Slider gibt es auch nicht. Also wir können nicht die ja, die Sichtbreite irgendwie, ne, den Sichtwinkel verstellen, das Sichtfeld und das mit den Tasten. Ja, ich habe das jetzt so gelöst, dass ich Auto-Hotkey installiert habe. Ansonsten, ich komme halt mit WASD überhaupt nicht klar. Ich habe mir jetzt immer auf TFGH. Aber ansonsten, grafisch sieht das erstmal richtig mega geil aus. Elliot Little speaking. Hey, Grandpa. I'm getting closer to the lodge. Your phone magically erased all the contacts again? River. Nurse Ellen was helping me with it, but she said she doesn't know how these old-fashioned phones work. I'll help you with it when you return. Oh, I'm so grateful you decided to help me with the Bear Den Ranch. Competition is growing every day. Ethically hunted meat with government inspection? Sounds like a pretty niche market. Yeah, you'd be surprised. But the demand is rising every day. And with the hoax about the disease spreading... What? I can't hear you. River, can you hear me better now? Yep, way better. The service in the valley is really bad, so I'll make it quick. I've sent you a package a day ago, but I'm not sure when it will arrive. Just make yourself at home and... maybe greet your old friend Echo. You know, it's been a while. Oh, God, I forgot about her. How long has it been? 10 years. I hope you didn't forget the keys. Oh, God, I did. What should I do? Don't worry. The spare is in the usual spot. All right, I'm here. I'll call you later. And be nice to the nurses. Tell them to be nice to me. I'm always a gentleman. And kiddo, or I guess I should start calling you River now. Welcome to the Nez Perce Valley.
Und wir sollen jetzt erstmal auf den nordwestlichen Balkon im zweiten Stock gehen. Da oben müssen wir hin. Ja, wir können hier wahrscheinlich noch unheimlich viel ausstatten nachher, auch mit gefundenen Trophäen und sowas wahrscheinlich. Ist eigentlich so gar nicht meins, ja, so Tiere ausstopfen und irgendwo hinstellen. Jagen ist sowieso auch gar nicht meins, aber in einem Spiel macht's schon doch Spaß, muss ich sagen. So, Ferngläser. Sind der beste Freund des Jägers. Gehe zunächst mit J durch die Ausrüstung, um das Fernglas auszuwählen. Um es zu benutzen, drücke... So. Da sollen wir hingucken. Können das Bild während der Benutzung mit vergrößern und verkleinern. Okay. Nee, also hier, wir können nicht zoomen. Mit dem können wir nicht zoomen. See you soon, Echo. So, sieh dir die Karte im Büro an, um deine Erinnerungen an die Umgebung aufzufrischen. Deine Jagdkarte ist noch weitgehend unerforscht. Wage dich über die hellen Bereiche mit detaillierten Informationen hinaus, um deine Kartenansicht zu erweitern. Suche in Hütten nach zusätzlichen Kartenteilen, um alle Orte von Interesse aufzudecken. Okay. Das Gebiet soll ja schon ziemlich groß sein, ne? Man muss dann wahrscheinlich aber, um irgendwo jagen zu dürfen oder Zugang zu haben, richtig auch Erlaubnisse und so kaufen. Was liegt denn hier noch? Ist auch nur ein Diorama, okay. Kamin, Feuer. Ah, hier, Karte. Inspektionskarte. You've discovered Nez Perce Valley Grassland Habitat. Open country for beginners and seasoned veterans alike. The meadows serve as prime feeding areas for both pheasants and badgers. Undisturbed grasslands with tall grass have the potential to hold a lot of small, but also some bigger game. Okay. Jagdkarte öffnen, verkleinern, zoomen, verschieben. Okay. Das ist verschieben. Zoomen. Cottonwood Grassland. Okay. Rivermouth Grassland. Filter umschalten. Label allgemein. Okay. Spurmarkierung. Achso, die kann ich selber setzen. Und Erkundungsmarkierung können wir auch setzen. Ja. Okay. Dann steig in das Auto. Jetzt bin ich gespannt, ob das mit der Steuerung funktioniert. Also ob das nicht zu empfindlich ist mit Tastatur. Okay. Ja. Handbremse, Space, Kameraperspektive. Ah, Ego. Das ist ja auch geil. So, folge dem Weg vom Jagdhaus, der dich zu einer Kreuzung in der Nähe einer Brücke führt. Also einfach hier rechts runterfahren. Ich könnte wahrscheinlich hier in dem Spiel einfach nur stundenlang durch die Botanik laufen und dabei chillen. Es gibt wohl zwei Gebiete, ne? Einmal in Amerika und einmal in den Karpaten oder so.
Nee, in Transsilvanien. Entschuldigung, so. Die sollen riesig sein. Ein Auto ist ja nützlich, aber nicht unverwüstlich. Fahre vorsichtig, okay. Tab weitere Informationen. Das ist nicht. Hupe. Licht, okay. Überquere die Brücke und nimm die erste Abzweigung nach links über den Fluss. Man muss hier richtig, glaube ich, dann auch so Aufträge erfüllen, um Geld zu verdienen. Ja, und um sich dann bessere Ausrüstung und so zu kaufen. Jetzt nach links über die Flussüberquerung. Ach, hier, vorne. Siehst du, haben wir SnowRunner auch noch gleich ein bisschen mit drin hier. Folge der Straße, nimm die erste Abzweigung nach rechts zu einem improvisierten... Ah, guck mal, da läuft sogar schon was. Improvisierten Parkplatz. Okay. Er ist ein bisschen leise mit dem Quatschen, ne? Das war falsche Taste. Zu Fuß. Reiche die Leiter und klettere hinauf. Muss aber eine Leiter sein. Ja, noch weiter, noch weiter. Schon irgendwelche Vögel. Okay, dieses Jagdgespür, das kann man auch machen. Man steht. Das kann man aber auch ausschalten, wenn es einem zu, ja, zu easy dadurch wird. Man kann auch eine ganze Menge Hilfen ein- und ausschalten. Also auch so eine Anzeige, wo das Geschoss einschlägt im Zielfernrohr wohl irgendwie. Und ich sag mal, diese ganze Bevölkerung mit den Tieren ist also ganz gut auch simuliert sein, ne? Wenn man irgendwie jetzt ständig männliche hier abschießt von der gleichen Art oder sowas, dann ja, fehlt nachher so ein bisschen der Genpool und dann gibt es da weniger gute Exemplare und so. Ich höre richtig Bienen und sowas. Grüße deine alte Freundin Echo. Ahoi! Long time no see, my friend. Cool. So, besuche den Schießstand, um deine Schießkünste zu verbessern. Um Schnellreise zu nutzen, öffne die Jagdkarte mit dem Mauszeiger und dann okay.
Hierher. Schnellreise. Ach, gedrückt halten. Cool. Das ist natürlich auch schön. Nullung, zielen, Atem anhalten. Pfeiltaste hoch, runter ist das, ja? Um das Wackeln zu stabilisieren, drücke Caps, soll das wahrscheinlich sein. Okay. Du musst dein Gewehr anschießen. Schau durch das Zielfernrohr und stell es auf eine Entfernung von 50 Meter ein. Ja, wir können auch knien. Also hocken. So, 50. Zoom, okay. Atem anhalten, jawohl. Wo sehen wir denn den Wind? Hier unten, 5 Meter pro Sekunde. Also ich habe mal kurz gegoogelt, einfach aus Interesse, wie viel Meter pro Sekunde so ein Geschoss rauskommt. Und hier bei der Winchester ist das teilweise zwischen 700 und 800 Meter durchaus pro Sekunde. Das heißt, auf 50 Meter haben wir so gut wie keine. Warte mal, Atem anhalten. Nee, das ist nicht. Ah, Shift. Vitals hit. That would be a good shot. Stell dein Gewehr auf 150 Meter ein. Da muss ich nochmal die Tasten ändern, das gefällt mir noch nicht. Das ist 100. 150. Um den besten Schuss abzugeben, solltest du die Lage der lebensmittelnden Organe im Körper der Tierarten kennen. Jo, das ist interessant, das weiß ich natürlich nicht. Triff einen Hirsch an einer tödlichen Stelle. Triff das Ziel an der Markierung. Oh, das ist aber doch ganz schön weit weg bei dem Zoom. Bei dem Wackeln tut es ja trotzdem. Das muss funktioniert haben. Zusätzliche Informationen zur Ballistik erhältst du, wenn du Q drückst. Ah, okay. Hier Entfernung, Energie. Okay, also erstmal auf 200 Meter einstellen. Guck mal an. Das ist ja interessant. Ah, das ist so ein Hilfspunkt. Da weißt du ungefähr, wo das Geschoss einschlägt. Na, das ist aber das, was ich meinte, was ich glaube ich nicht machen möchte eigentlich. Kurz Atem wieder beruhigen lassen. Liegen ist, glaube ich, wesentlich besser, ne? Zack, da war er. Lies den vergessenen Zettel. Kein Schnüffeldachs. So, können wir erstmal wegpacken. Hey Wallace, don't forget to take care of the badgers wreaking havoc behind the lodge. Sincerely, myself. You forgetful geezer. Da hat sich der Wallace selbst einen Zettel geschrieben, ja? Die Badgers, das sind, glaube ich, Waschbären oder sowas. Oder Dachse oder sowas in die Richtung. Die quasi dahinter der Lodge rumwüten. Okay. Stimme. Hey Wallace. Ach, kann man nochmal abspielen einfach. Dachse. Okay. Können wir sogar noch übersetzen. Geh auf den Hochsitz beim Dachser. Beim Dachs-Desaster. Hochstand beim Dachs-Desaster. Okay. Das ist hier oben. Da kommen wir wahrscheinlich am schnellsten hin, wenn wir laufen. Von hier. Würde ich sagen. Die Richtung ist schon richtig.
Markierung setzen. Da. Sehen wir wieder runter. Also ein bisschen ist das Sichtfeld zu klein, ne? Also das müsste man irgendwie... Ich muss mal in die Config-Dateien reingucken. Vielleicht kann man das irgendwo... Kann man das irgendwo rumwuseln. Also für die Tastenbelegung habe ich nicht mal eine Config-Datei gefunden. Da laufen sie, da laufen sie, da laufen sie. Guck mal. Da, 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 da. Zwei Millionen Dachse. Sehen die geil aus. Die bewegen sich so natürlich, ne? Das sieht echt Hammer aus, ey. Das sieht ja echt, echt nice aus. Oh, hier, guck mal. Hallo. Die sind eigentlich fast viel zu süß, um so abzuballern. So many burrows. That's unusual. Badgers are definitely overpopulated in this area. Okay. Überbevölkerung. Dann Waffe raus, erschieße einen Dachs. Ich lade mal nach. So, das Ziel stellen wir erstmal wieder 50 Meter. Das sind ja alles keine Entfernungen. Zeigt ihr mir die Entfernung so an, ne? Genau. Und dann sind wir da so. Ah ja, ist. Okay. Gibt's Infos über die Qualität des Tieres? Ich glaube, wenn wir das looten, dann gibt's noch mehr Infos. Was ist denn das da? Ach so. Da bewegt sich nur ein Ast. Ich stehe, ne? Kann ich hocken? Ne, komm ich nicht rüber. Können wir auflegen irgendwie? Naja. Meine Mausempfindlichkeit ist zu schwer. Der ist, glaube ich, nur verletzt. Ich muss noch ganz kurz meine Maus. Maus, 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 Maus. Ich glaube, muss ich was runterstellen. Und ich mache Zoom. Umschalten. Zack, dann brauche ich nicht die ganze Zeit hier so einen Krampf im Finger kriegen. So. Ja, so ist besser. Sehen. Nee. Schussuntersuchung. Das dauert immer ein bisschen, okay. Jetzt kann ich direkt wechseln zum Fernglas? Jo. Ja, durch den Schuss sind die alle abgehauen, ne? Okay, also da hinten, das sind 100 Meter ungefähr. Ne, 90 Meter. 60. 50. So, das sind keine 100 Meter.
Aber der liegt da. Der liegt da. Das war getroffen. So, ach so. Jetzt habe ich eigentlich ein schlechtes Gewissen, dass ich die Ducks erschossen habe. Ja. Reparieren, sowas mache ich nicht. Keine toten Tiere dann in die Lodge stellen. Aber ich hatte doch einen anderen auch getroffen hier. Hat der noch irgendwo eine Spur hinterlassen? Ich bin der Meinung, da hatte Blut gespritzt. Bei dem anderen. Und hier, das leuchtet so ein bisschen gelb, ne? Kann man im Video vielleicht nicht sehen, aber das ist die Markierung. So, Tier beanspruchen. Amerikanischer Dachs. Ach, der grüne Leute, was sehen wir denn hier alles? Oh, guck mal, das ist sogar eine Zeitlupen. Oh, das muss ich auch nicht wirklich unbedingt sehen, glaube ich. Rückwärts, vorwärts, auch kannst du hier noch spulen, oder was? Ach, ne, hör auf. Umkreisen. Naja. So, Durchschlagschaden, Höhlungsschaden. Ich habe ein bisschen Fleisch getroffen, das hat Bluten verursacht und die linke Lunge. Ah, das ist auch nochmal der Schuss hier. Opas altes Gewehr. Verkaufen. Übersicht. Ah, guck mal hier, Tierinfo weiblich, erwachsen, Jagdbewertung, Schwierigkeit, Trophäenwertung, naja, okay. Jagd, Verfolgungsinfo, Fluchtweite, Verfolgungsdauer, Fleischinfo, achso, Verlust durch den Schuss, Verkaufsgewicht, ah, okay, 22 irgendwann, naja, machen wir mal. So, also nochmal, ich muss noch einen Dachs erlegen, steht hier. Untersuche Herkunft Blutspur. Ah, da, guck mal. Ist dann richtig ein bisschen rot. Laufen noch welche rum? Habe ich doch gemacht. Amerikanischer Dachs. Ach, den hatte ich schon mal angeschossen. Das ist der. Den muss ich schon mal getroffen haben. Der hat jetzt einen zweiten Schuss bekommen. 33 Öcken. So. Kaufe ein Remington Repetiergewehr. Es eignet sich besser für die Hirschjagd. Öffne den Shop auf dem Computer. Und wähle eines deiner gekauften Zielfernrohre aus, um es anzubringen. Okay. Dann gehen wir hier rein. Wir sollen in den Computer gucken. Können wir kaufen. Okay. Oh, das sind E-Mails. Robert McKay. Krankheit breitet sich aus. Eine weitere Person wurde unter verdächtigen Umständen ins Krankenhaus geliefert, nachdem sie Maultier-Hirschfleisch verzehrt hatte.
Bitte sag mir nicht, dass du auch diese verlogene Webseite besuchst. Die Krankheit gibt es gar nicht. So ein Hoax. Richard Knox. Ich denke, der Betreff sagt alles. Dein grausames Hobby hat meine Frau zerstört. Ich möchte nicht, dass meinem Sohn das Gleiche passiert. Er hat sein eigenes Leben und seine eigene Karriere in L.A. Er hilft dir nur aus Mitleid und wegen deiner emotionalen Erpressung. Aha. Richard Knox. Das ist mein Vater wahrscheinlich. So. Shop. Hier, ein Gewehr. Sieht jemand den Preis? Ach, hier. Magazinkapazität. Ja, Stufe 5. Oberstgewehr. Jagdstufe 4. 6. Ah, guck mal. Was gibt's noch? Ferngläser. Linsenqualität niedrig. Schon besser. Hier sind Köder. Anbauten. Ach, fürs Haus. Nee. Ah! Hui! Hui, hui, hui! Guck mal einer an. Grenzen. Ah, Zugang. Hier, Transsilvanien. Okay, dann kaufen wir uns mal die Remington. So. Lager. Remington. Ausrüsten. Ausrüsten. Sekundär. Ach, die können die auch mitschleppen. Nö. Cola haben wir noch nicht. Ausrüstung. Achtfach Fernglas, das ist Opas Achtfach Fernglas. Schlafen. Aha. Auto. Ey. Können wir noch verschiedene Farben kaufen. Camouflage. Ich nehme das hier. Das ist aktiv. So, mal gucken. Nächste Aufgabe. I shouldn't use this bad boy for more than 100 meters. So, ethische Jagd. Versuche immer auf die lebenswichtigen Organe zu zielen, um so schnell und schmerzlos wie möglich zu töten. Die Jagdstufe einer Schusswaffe hilft dir zu entscheiden, ob sie für eine bestimmte Tierart geeignet ist. Die Jagdstufe. Enzyklopädie. Tiere. Mal gucken. Stufe, ach so, das ist Stufe 3. Der Dachs hat Stufe 3. Okay. Also erreiche das obere Graslandgebiet. Das liegt dort. Was ist denn das hier? Echo, wo ist mein Auto? Da ist mein Auto. Dann fahren wir da mal hin. Könnte ganz gut sein, wenn wir hier einfach am Schießstand langfahren. Zack. Ja, die Frage ist wieder, ne, wie viel Langzeitmotivation bietet das Spiel? So, hier ist der Schießstand. So, hier.
Das ist jetzt nicht unbedingt eine Straße hier. Och, ey. Die Vögel. Herrlich. Noch ein Dachs. Vorsicht. Na? Ich laufe mir einfach quer durchs Auto. Da ist nochmal ein Hochstand, liebe Leute. Man kann ganz schwer die Karte sehen, ist logisch, ne, wenn man das jetzt noch nicht freigeschaltet hat. Ich hoffe, dass wir irgendwie nicht losgekommen. Laufe niemals, wenn du auf Spurensuche gehst. Damit erschreckst du Tiere. Was denn jetzt? Achso, ich bin schon im Gebiet. Fast. Da liege ein Maultierhirsch oder ein Weißwedelhirsch. Ich leise nutze nicht das Auto und verstecke dich im hohen Gras, um nicht gesehen zu werden. Wenn du Tiere innerhalb des Zielgebietes verschreckt hast, suche woanders nach weiteren Tieren oder komm an einem anderen Tag wieder. Okay. Hä? Sollst aussteigen? Ja. Die Taste. Spannend, die Markierung stört mich jetzt. Hier ist ein Fragezeichen. Kriegt man eine Munition eigentlich her? Ich kann auch ganz langsam laufen. Vielleicht kriegt man irgendwann auch Infos über die Frischheit der Spuren. Hier ist noch was. Amerikanischer Dachs. Amerikanischer Dachs, nee, der ist irgendwie hier lang, glaube ich. Okay, also ich kann diesen Modus, der bleibt nur an, wenn ich ganz langsam laufe. Okay, alles klar. Bisschen dichter ran oder schießen wir von hier? Wir schleichen mal ein klein bisschen. Ob ich von hier oben besser gucken. Ja, 5 Meter pro Sekunde bei 600 Meter Geschossgeschwindigkeit auf 200 Meter.
ungefähr eine Drittelsekunde. Eine Drittelsekunde ein Meter. Na, das ist doch geht ein Meter fast daneben, ne? Auf 200 Meter dann. Ist mir schon. Jetzt kommt der Wind auch genau von hinter mir, ne? Der weht meinen ganzen Duft da jetzt in die Richtung. Das ist wieder nur ein Versuch hier. Wir rennen ja dann auch ewig. Und der guckt aber schön, der guckt gerade richtig schön, ganz schön. Von da. Nee, das will ich ja nicht. Warte mal, ausmachen. Ich will diese Info nicht. Ich wollte Luft anhalten, so wollte ich. Das war zu weit hinten, glaube ich. Ja, was ist? So. Ich habe auf jeden Fall getroffen. Der zweite Schuss war Quark. Renn doch mal. Ah, ich hoffe noch. Oh, ist das Wasser tief. Ja, die Kugel ging nicht so weit rüber nach links, wie ich dachte. Möglicherweise haben die hier sogar eine höhere Geschossgeschwindigkeit, weil ich weiß es gar nicht. Das war auch nur wieder grob überschätzt im. Habe ich aber. Ah, wo stand er? Hier ist was. Mittlere Menge. Luftblasen. Luftblasen und Blut heißt, ich habe die Lunge getroffen. Distanz bis Ablauf. Das ist nicht die Blutspur, das ist die Blutspur. Ich weiß leider nicht, was die Farbe der Blutspur aussagt. Was war denn hier? Fasan, aha. Bedürfniszone. Das können wir doch aus. Spielen. Blutspur.
mal versagen. Da liegt er. Gott, ey, muss ich ihm jetzt noch den... Ich habe keinen Revolver dabei für den Gnadenschuss. Ich will ihn jetzt auch nicht verschrecken. Er quält sich noch, ne? Nee, es ist schon tot. Hat nur gewackelt, glaube ich. Das hat nur gewackelt. Ja, Lunge auf jeden Fall getroffen, ne? Lunge getroffen. Fünf. Oh, das gibt gleich 500 Öcken, ey. Du hast die Grundlagen der Jagd gelernt. Jetzt sind alle Shop-Gegenstände, der Mehrspielermodus und die verfügbaren Regionen zugänglich. Okay, nimm eine neue Bestellung auf dem Computer deines Großvaters im Jagdhaus entgegen. Restaurantbestellungen. Liefert ethisch erlegtes Fleisch. Also schnell kann ich gar nicht lesen. Junge, so schnell kann ich gar nicht lesen. Sah noch einfach mal Hammer aus. Oder sehen Hammer aus. Maultierhirsch. Muss mich an die Steuerung aber auch erst gewöhnen. Fernglas. Mit dem Fernglas sagt er mir nicht, was es ist. 400 Meter. Muss ich so machen, ne? Sonst sagt er mir nicht, wer das ist. Nee, sagt er mir auch nicht. Wie habe ich denn vorhin erkannt? Ach so, an den Spuren hatte ich das erkannt. Dass das so ein Edelhirsch sein soll. Ja, ich hätte gerne eine Quick-Taste für das olle Dings hier. Da ist noch einer. Das ist cool. Aber wir gehen erstmal zurück zur Hütte. Vielleicht ist das hier nicht ganz so langwierig wie im Hunter Call of the Wild Spiel. So. Bedürfniszone anzeigen. River Nox. Was ist denn hier so lila? Warum bin ich in Rot? Das ist mein Name, River Nox. Bedürfniszone anzeigen. Ah! Okay, das gehört da hinzu. Fasan, Äsen. Ein Anstand. General Zoos Fasan. Ah, das gehört mit zur Story, okay. Gut. Knut. Jo, dann machen wir aber Schluss, würde ich sagen, an der Stelle. Ich muss mal gucken. Ich gehe mal kurz ins Hauptmenü. Ich will mal sehen, ob man auch mal ein neues Spiel starten kann, wenn man möchte. Auch meine Maus geht immer hier raus. Jetzt sehe ich das erst. Ha! So, Gebiet wählen. Ah, jetzt kann man nämlich auch, ne? Zum Beispiel nach Transsilvanien gehen. Schwierigkeit Abenteurer. Schwierigkeit ernannt! Tierische Sinne Mittel. Das Spiel bietet eine gute Balance zwischen Gameplay und echtem Jagderlebnis. Jäger. Tierische Sinne hoch. Du musst Jagdwissen und Taktiken einsetzen. Ranger.
Sind abgeschaltet. Schwierigkeitsgrad bietet das realistischste Jagderlebnis. Abenteuer niedrig für unerfahrene Spieler. Cool. Ich glaube, ich bleibe erstmal auf dem. Ich will auch nicht immer 2 Stunden lang nach einem Tier suchen oder so. Jo. Naja, doch. Macht schon ein bisschen Spaß, liebe Leute. Schauen wir mal. Dann, wenn es euch gefallen hat, dann lasst bitte wirklich einen Like da. Das ist unheimlich wichtig für das Rating bei YouTube. Und wenn ihr mich langfristig unterstützen wollt, dann denkt vielleicht auch über ein Abo oder einen Kanalmitgliedschaft nach, sofern ihr es noch nicht getan habt. Ansonsten wünsche ich euch wie immer einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.